Ein Buch, fünf Fragen. Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Ein Buch von Anke van Beekhuis. Gender Balance, es ist nicht nur nice to have. Und es hat ganz, ganz wenig mit Feminismus zu tun. Der Blick hinter das Cover. Frau van Beekhuis, mal auf den Punkt gebracht, worum geht es in Ihrem Buch? Ja, um was geht es in meinem Buch? Es geht darum, dass der unterschiedliche Zugang von Männern und Frauen im Arbeitsalltag einen unternehmerischen Mehrwert bringt. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Natürlich über längeren Zeitraumen ist es sichtbar in den Umsätzen und somit auch messbar. Aber Gender Balance, also geschlechterausgewogenes Management, bringt es. Und da steht drinnen. Im Buch steht einerseits drinnen, woher kommt es, dass wir es noch nicht haben? Also warum es in vielen Organisationen noch nicht gängig ist, ein geschlechterausgewogenes Management. Gleichzeitig aber kriegen sie wirklich Tools oder Maßnahmen, die es ermöglichen, dass Gender Balance so möglich ist. Aber auch die Unterstützung. Welche Haltung muss ich als Person einnehmen, als Manager, aber auch welchen Zugang sollte ich haben, gerade im Top-Management auch. Und es geht auch in Details, wie zum Beispiel, entwickeln sich Teams mit gemischtem Management, auch was bedeutet das für die Innovationskraft eines Unternehmens und eben auch die Unternehmenskultur. Letzteres ist ja ganz, ganz wichtig im Bereich Employer Branding oder im Rekruten von den zukünftigen High Potentials. Und was macht Ihr Buch aus? Also was ist das Besondere an Ihrem Titel? Der Titel, ja. Also der Titel soll eigentlich klar aufzeigen, dass Gender Balance nicht mehr nur Feminismus ist oder viele Unternehmen nehmen es auch als Feigenblatt-Aktion, ja, Gender Balance. Also es ist nicht nur nice to have. Und es hat ganz, ganz wenig mit Feminismus zu tun. Also das ist ein wichtiger Punkt und das soll auch der Titel aussagen. Da will ich mich auch ganz klar abgrenzen von anderen Lektüren. Es ist eine ganz klare, gewinnbringende Strategie für zukunftsorientierte und langfristige, erfolgreiche Unternehmen. Also Manager, die sagen, okay, gut, ich will mehr Innovationskraft ins Unternehmen kriegen, ich will für den demografischen Wandel gewappnet sein, auch zum Thema Fachkräftemangel oder Employer Branding, die sind mit diesem Buch wirklich gut bedient, weil ich das hier anspreche und das soll auch der Titel ausdrücken. Wann kam der Moment, in dem Sie wussten, das Buch schreibe ich? Was war der Auslöser? Also ganz klar ist, dass ich gerne Bücher schreibe. Das ist jetzt mittlerweile mein drittes Buch. Und der Auslöser für dieses Buch war einfach, dass ich meine 12 Jahre Erfahrung mit Unternehmen, also beim Thema High-Performance-Culture, aber auch Gender-Balance-Culture, niederschreiben wollte. Also viele laden mich ein zu Vorträgen und mir war es wichtig, einmal ein praxisorientiertes Buch zu diesem Thema zu liefern, wo man sagt, okay, als Manager, ich gehe rein und finde die Punkte, die ich brauche. Ich kann auch nur individuelle Punkte aufschlagen. Wenn ich mich mit Sozialisierung schon auskenne, dann schaue ich eher, was muss ich tun. Also jeder kann sich in diesem Buch einfach raussuchen, was er möchte. Mir ist wichtig, dass auch Studien drinnen sind. Das war mir ganz, ganz wichtig. Also weltweite Studien, auch zum Thema Unterschiede Mann-Frau. Aber auch, dass es wirklich etwas ist, wo ich jemanden Unterstützung biete, der mit diesem Thema konfrontiert ist, ja, oder sich auch damit beschäftigen möchte. Und nicht belehrt wird, sondern wo man wirklich sagt, okay, gut, das ist logisch, das hat was mit Change zu tun, das hat was mit Veränderung zu tun. Und da will nicht jemand mir was, weil es gesetzmäßig notwendig ist oder die Quote notwendig ist, auferlegen, sondern ich kann selber als Manager entscheiden nach einem strategischen Ansatz. Und dieses Buch soll genau das liefern und das war mein Hintergrund für dieses Buch. Mal ehrlich, wie viel persönliche Erfahrung steckt drin in Ihrem Buch? Ja, also 100% persönliche Erfahrung steckt darin, also eben über 12 Jahre Beratungserfahrung, Einblick in Organisationen jeder Größenordnung, aber natürlich auch, ich war Baustellenleiterin in meinem früheren Leben und für Haustechnik, also Heizung, Lüftung, Sanitär und war natürlich eine der wenigen Frauen in diesem Bereich, mittlerweile sind es ein bisschen mehr.
Und das fließt auch ein, also so persönlich, gerade im ersten Teil, so persönliche Erfahrungen auch, um einfach klarzumachen, mit was sind Frauen auch konfrontiert, sehr stark in männerlastigen Berufen. Also ich habe erfahren, einfach durch die Geschichten, die ich erzählt habe, in Vorträgen, aber auch mit dem Top-Management, dass die oft sagen, wow, das war mir gar nicht bewusst. Ja? Hier geht es nicht im Buch darum, aufzuzeigen, oh, ihr seid die Bösen und wir sind die Guten, also die Frauen sind die Guten und die Männer sind die Bösen, sondern hier geht es mehr darum zu sagen, okay, versetzt euch einmal in die Rolle einer Frau. Ja? Und bei mir war es halt sehr stark, wenn man im vierten Stock im Keller einer Baustelle ist, dann gehen einer Frau andere Gedanken durch den Kopf als bei einem Mann, ja? Wenn man dort alleine ist, weil es sind andere Möglichkeiten hier, ja? mit 100 Männern auf einer Baustelle und alleine im vierten Tiefgeschoss ist was anderes. Also das fließt ein, das ist ein Bruchteil, also ein großer Teil ist wirklich die Beratungserfahrung, die in dieses Buch einfließt, also wirklich aus unterschiedlichen Konzernen auch. Das bedeutet, der Leser oder die Leserin bekommen einfach ein Gefühl dafür, was passiert in Organisationen. Es sind auch die Hoppalas drinnen, es ist nicht nur, ha, so geht, tschakka, sondern es geht auch wirklich darum, was kann passieren, was kann auch schiefgehen und das steht genauso drinnen, was natürlich bedeutet, es ist wirklich aus der Praxis geschrieben. Und was würden Sie sagen? Wen wollen Sie erreichen? Für wen ist das Buch die perfekte Lektüre? Ja, wen will ich erreichen? Dieses Buch ist wirklich für alle Personen, die ihr Unternehmen verändern wollen. Also Top-Management natürlich, die Veränderungsmöglichkeiten haben in ihrer Organisation, von Kleinunternehmen bis zum Großunternehmen, für Startups genauso wie für größere Konzerne und Unternehmer und Management, die sich für die Zukunft stärken wollen. Weil hier sind natürlich sehr, sehr viele Ansätze, die langfristig wirken und wo man einfach für die Zukunft gewappnet ist zum Thema eben Employer Branding, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, wie auch viele andere Punkte, die sind drinnen in dem Buch. Neue Arbeitswelten und. Gleichzeitig aber auch für Führungskräfte, die Gender Balance Affinität haben, die hier mehr erfahren wollen oder auch Bestätigung bekommen wollen. Gleichzeitig aber auch für Führungskräfte, die sich damit beschäftigen müssen, weil das Unternehmen im Wandel ist. Viele haben ja schon so einen Prozess durch, wie Quoteneinführung und. Dann ist es vielleicht ganz gut für Führungskräfte, die sagen, okay, ich zweifle noch ein bisschen. Was sagt denn da die Frau van Beekhuyst dazu? Und dann kann man hier nachlesen, auch bezüglich Studien. Ja, einfach fundamentale Erfahrungen sammeln. Gleichzeitig ist es auch fürs Top-Management, also hier rede ich von Vorstandsebene, die einfach mehr Einblick haben möchten, um strategischen Ansatz reinzubringen in die Organisation, weil Gender Balance ist eben ein strategischer Ansatz und kein, ich mache da eine Maßnahme, da eine Maßnahme, sondern es geht um einen Wandel in der Organisation und einfach eine andere Kultur reinzubringen, um andere Menschen auch anzuziehen. Ich rede nur von Agilität, Innovation, wie ich schon erwähnt habe, aber auch eben Employer Branding, hier was zu tun. Und natürlich alle Personen, die Interesse an dem Thema haben. Ja, also es kann auch ein normaler Mitarbeiter, sage ich jetzt Genderbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, wie es in Österreich auch heißt, quer durch ist es spannend, weil natürlich viele Informationen drinnen stehen, die im Arbeitsalltag helfen. Anke van Beekhuyst, vielen Dank. Ein Buch, fünf Fragen. Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Das neue Buch von Anke van Beekhuyst. Erschienen im Gabal Verlag. Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de.